Servus, der Marc von DJ Wien ist hier, deine ist die Idee noch. So, Jana, hast du schon bei mir für ein Nasenpiercing? Ja. Was war das ungefähr? Von der Werkzeuge. Schon länger, weil da man gewechselt auf Gold und sowas. Ja. Und dann machen wir ein Septum-Piercing. Ganz ohne Betäubung willst du es haben? Ja. Gut. Dann schließen wir mal das mit dir noch kurz, dann stecken wir das Ganze. Wie viel ist die Hand? 16. So. Gut. Bist du nervös oder geht's? Es geht eigentlich. Also generell, ich habe gerade schon gesagt, da lief das Video noch nicht, sollte eigentlich das Nasenpiercing weniger wehtun als das Septum weniger wehtun als das Nasenpiercing. Das sind mit zwei Ringen zu viel, das optisch kann natürlich auch jederzeit einmal ein Stecker rein in die Nase. Das kann man ja zwischen mir und Mächte. Stinkt ein bisschen Alkohol, ja. So. Gut. Jo, dann werden wir eigentlich loslegen. Bin gespannt, was sagt. Du sagst es weniger ist und nicht. Musstest du verstecken, ja? Oder kannst du es draußen lassen? Dann drehe ich das nicht, weil sonst muss ich dir nämlich aufgeben. Dann spare ich mir das gleich. Es wird immer schöner, wenn es nicht aufgebogen ist. Dann sieht es einfach ein bisschen süßer aus. Was schlimm? Ja, ohne Betäubung ist ein bisschen anders, aber du lebst noch immer. So, ist schon drin. Tränen kommen hier raus, liegt am Beginn des Nerves vom, kennst du ja noch vom Piercing-Stil. Ich nehme das auch den Schlauch kurz raus, den nehme ich irgendwie ganz blöd. Jetzt aber. Ja, entschuldige, normalerweise flutscht der immer sofort runter. Und bei dir hat er sich voll festgepackt. Der hat sich voll verliebt in den Ring. Der Schlauch, der wollte gerade mal weg. Und ja. So. Kugel kommt schon drauf. Dann haben wir es schon. Alles okay? Ah, schön. Schaust bitte einmal kurz in die Kamera, ich kann es mal kurz zeigen. Also ich finde es sehr, sehr schön. Ich nehme mal den Spiegel nochmal in die Hand. Here you go. Und? Ja, perfekt. Schön? Ja. Super. So, was war jetzt schlimmer? Ich fand das schon ein bisschen schlimmer als das, was du hier gesagt hast. Ja gut, vielleicht sollte doch ohne Betäubung. Weil jetzt mit Betäubung, nicht mit Betäubung, machst du dann eigentlich immer, dass das Haus ein bisschen mehr weht als das andere. Aber das ist ein bisschen mit normal noch nicht. Das ist vielleicht der Unterschied. So, von der Pflege her, ich erkläre dir mal, wie es geht. Erster Schritt ist bitte, dass du deine Hände weich desinfizierst. Dann nimmst du bitte Spray und Gel. Zuerst sprühst du dir das Bondelin-Spray auf die Nase drauf, links und rechts. Lässt es einwirken zu 30, 40 Sekunden. Nimmst dann eine Küchenrolle zum Reinigen. Reinige links, rechts und dann tust du das Gel einschmieren, Tropfen links und rechts drauf. Und dann bewegst du den Ring sanft hin und her wie beim Autofahren ein bisschen. 3 Wochen machen wir das zweimal am Tag und dann 3 Wochen einmal am Tag. Das 6 Wochen am Stück. Und in 6 Wochen müssen wir mal hier zum Wechseln und kontrollieren.
Wenn du es verstecken willst, musst du es hinten reindrehen. Aber ich glaube, es wird ein bisschen zu eng, aber dann ist es sehr schmal, vielleicht kriegst du es noch rein, sonst kommst du es nicht so. Einmal färben bitte 6 Wochen nicht, außer beim Friseur. Das ist okay, aber daheim wird nicht, wenn die Farbe irgendwie hinspritzt, haben wir ein Problem. 3 Wochen keine Sauna, kein Dampfbad, kein Solarium und nicht schwimmen gehen. Und Sport duschen, Haare waschen, das ist normal. Maske tragen normal, Nasenspray, Nasenpfropfen, alles was ist, und Nase putzen, ganz normal. Keine Fragen mehr? Super, dann sage ich danke dir fürs Kommen. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi, baba.